Hallo und herzlich willkommen zu Remothered Tormented Fellas. Oder wie auch immer das ausgesprochen wird, mein Englisch ist nicht so das Beste. Und herzlich willkommen zum ersten Video. Was euch hier auf diesem Kanal erwartet, ist Gameplay, PS4, PC, Animationen, was aber erst später kommt, und Real-Videos. Zu den Gameplays auf diesem Kanal euch erwarten Horror-Games Solo und noch Zockerei mit anderen und mal gucken, ob ich noch andere Solo-Projekte habe und so. Das Besondere bei diesem Kanal wird aber erst später die Animationen, die ich dann später mal machen werde. Und ja, ihr dürft nicht zu viel aber noch bei der Animation erwarten, weil ich bin noch relativ Anfänger, aber ich versuche mein Bestes rauszuholen und halt nämlich. Ja, auf jeden Fall, hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Video. Vergesst bitte nicht zu bewerten. Ein Daumen runter kann auch nicht schaden. Oder Daumen hoch, wenn ihr es gut fandet. Aber tut mir bitte einen Gefallen, wenn ihr Daumen runter macht, dann schreibt, was man besser machen könnte. Und wegen Audio und so, bitte schreiben, danke. So, neues Spiel, starten wir mal. Das ist jetzt hier mein zweiter Try-Aufnahmeversuch, weil erstmal hatte ich schlauerweise, weil die Standardeinstellungen drin waren, keine Audio geshared oder sonstiges. Und ja, hatte ich nur Gameplay aufgenommen. Ja, geil, dachte ich mir da nur. Und ja, und ich hab gemerkt, ich gehe ein bisschen langsam am Anfang, weil ich will schon so ein bisschen Horror am Anfang. Und ja, auf jeden Fall, dieses Spiel ist ein Horror-Game. Und ja, ich habe mir dazu noch nicht allzu viel durchgelesen und den Trailer angeguckt. Und ja. Aber trotzdem sah das spannend aus und schon gruselig. Also, ihr könnt vielleicht ein erschreckendes Ich von mir sehen. Und ja. Dann fortsetzen wir mal. So, is it all true? What have you heard already? That illness. It thickened the bones. It accelerated the healing process and tissue regeneration. Is that all true? Every word. But if that's what it was doing, why call it an illness? The Lepidopterans made a nest out of the human body, where they could eat and multiply. An illness is what it is. But then? Where do you want me to start? From the beginning. I'm old, Mr. Manny. My memory is not one of my strong points. Well, for example, why do they call you Madame Svenska? A name is just a trace. It is our business card, our identifier. It presents us to the world. But does it tell our story or really describe who we are? I swear, I know three or four idiots with the same exact name. Well, yes. But we are not made of that name. It is given to us. Other people choose it for us, whether it suits us or not. It doesn't tell us who we really are. That name will not give us any answers. It is only through growing old that we become the answer to the questions of our childhood. And living in Sweden the last 30 years has definitely inspired this affectionate moniker. And so, Madame Svenska, it is. And yet you come back to Italy. Why? Because I forgot. But I also forgot that I had promised to remember. Tell me. Please excuse me. Sometimes my memory needs to be jogged. There's always been a song that, as well as the name you refer to so much, has labeled my whole life, has given it a name. And it's from a name. If you can believe how bizarre and sometimes unbelievable my confused memories are to describe, that all this began.
Tja, das war doch. Say goodbye, hearty falls from my eyes. If you leave me, lasst einfach die Musik in euch eingehen. If you fly, you lose something in the sky. Come on, let's dance. I we don't have any chance. Give me a kiss, so you know what you're gonna miss. If you fly, you lose something. Listen to me, the romance leave us free, but needs to be taken care of. Ja, da haben wir aber wirklich eine schlechte Angewohnheit zu rauchen. Ein Mädchenbild, kann das unsere Tochter sein? Oder wer auch immer? Auf jeden Fall die Soundkulisse und die Grafik, die ist wirklich, wirklich schön. Ist jetzt nicht das Beste, aber für ein Horrorspiel glaube ich eigentlich genau das Richtige. Das hört sich wie nach Regen an. Oder halt nach dem Gewitter. Da sind wir. So. Ja, habe ich auch schon gesagt, dass es wahrscheinlich bald regnen wird. So, dann sind wir bei dem Zettel. Hallo. Missing Lost Children's Celeste Felton. Vermisst seit Donnerstag, 15. Oktober 1971, letztes Mal gesehen um 16 Uhr am Kinderspielplatz in Esparbrook. Geburtsdatum 8. Februar 1958, weiblich, weiß, 13 Jahre alt, hellblond, blaue Augen, zuletzt gesehen. Zuletzt sie ein weißes Kleid mit Schleifen und weißen Schuhen ersonnen, die etwas gesehen haben, werden gebeten, sich unter folgende Nummer zu melden. Hilfe, ich lese gerade, aber wie sehr seltsam. Gut, ja, ich habe schon früher YouTube gemacht, also ich verlinke das euch auch nochmal. Halt wollte mal wieder neu anfangen und ja. Ich fühle mich immer beängstigt, wenn ich Statuen und Spiegel anschaue. Ja, das verspricht auf jeden Fall schon viel. Ja, das Haus, das sieht ja gar nicht unheimlich aus. Sieht ja genau wie bei mir aus. Alle Fenster zu. Yes, hello. I'm Dr. Reed from the Santa Margarita Institute. I'm sorry, but Mr. Felton is no longer a patient. I know. This is why I'm here. Hello? Anyone? Und weg ist er. So, da gehen wir mal rein.
Tür ist ja auch einfach auf. Die Truddles. Erreiche die Villa von Mr. Felton. Schafft. Gelange ins Haus und triff Mr. Felton. Das tun wir mal. Ah ja, und halt, wenn ich das Spiel soweit auf YouTube durch habe, dann werde ich das auch nochmal bei Twitch nochmal komplett streamen. Aber halt, Twitch ist nochmal eine separate Sache, wo ich alles mal immer mal wieder live streame. Also, es lohnt sich auf jeden Fall, das zu abonnieren, wenn ihr mal was, irgendwelches Gameplay sehen wollt. The gate was open. Are you there? Hello? Is anyone there? Nein. Willst du das so? So, dann gehen wir mal weiter und suchen mal einen anderen Weg. Die Hintergrundgeräusche und die Statuen sind ja hier wirklich unheimlich, ey. Und ey, dein stöhnt doch nicht so laut. Nani. Tja, auf jeden Fall halt dann bei Stream erwartet euch dann sowas wie Rainbow, Six Siege und so welches Gedöns und vieles andere. Auf jeden Fall immer irgendwas, was langgiebig ist. Und ja, halt wie gesagt, wenn das Spiel durch ist, versuche ich dann vielleicht so einen Schnellrun. Ja. Irgendwie so. Ja, die Statue ist unheimlich. Vor allem irgendwie ist sie lauter als alles andere, nur das macht mir, glaube ich, dann manchmal mehr Schiss als andere Sachen hier, so laut wie sie ist. Hallo? Good evening. Miss Reed, you already told me at the intercom, and as I already told you, Mr. Felton is no longer a patient at the Institute. I came here voluntarily, outside the Institute. So what do you want? I am personally re-examining your case. Causes, reagents. I strongly believe there are alternative ways and probably other experiments that are worth a try. I am fighting with the Institute to recognize there are other adequate remedies for your husband's pathology. Oh, no, please. I'm just assisting him. I'm his nurse. I didn't know. It's okay. I suppose you want to talk to him. Thank you. I apologize for the darkness, but Mr. Felton's sight has been damaged and immensely compromised because of the disease. Anyway, I am Gloria. Oh, and please, refrain from smoking inside. Mr. Felton hates the smell of smoke. Sorry. Wow, macht auf jeden Fall schon mal einen netten Eindruck. Und geil, dass es hier so dunkel ist. Please, this way. Von dieser bad habit. Lauter Boden. Smoking? Yes, such a shame. You should quit. You have no idea how bad this is for you. Not only for your health, but it's also very expensive. Money and time wasted. I have so much to do every day. I couldn't waste time with such a bad habit. Do you assist Mr. Felton all day? Oh no, from midday to 8 p.m. Then I go back home. I live near here. If needed, he can contact me with a pager, but that's not often. His wife takes care of him when I'm off. What can you tell me about her? I met her just a couple of times. She's usually out or locked in her bedroom when I'm here. Let's say they don't seem to get along. I didn't know. But, you know, when she's home, she listens to the same music, the same song. Over and over. Gar nicht unheimlich. Wahrscheinlich 1, 2, Freddy, komm vorbei. Wohl fährt der Remix davon.
Oh nein, sie hört so Metal-Musik so richtig fett. Ganz normal. This way, please. Mr. Felton will be here in a few minutes. Okay. Aber falls noch in dieser Folge nichts so wirklich Horrorhaftes oder so passiert, ja, dann hoffe ich zumindest, dass dann nächste Folge was richtig abgeht und ja. Aber halt jeder Anfang hat halt so seine Sachen mit sich. Die Krönung der Jungfrau, das junge Mädchen starrt sprachlos in den Himmel und ein Lichtstrahl trifft sie. Aber etwas stimmt nicht. Von dunklen Himmel zieht ein Sturm auf, mit scheußlichen Händen von unbekannten Kreaturen. Durch das Bild fühle ich mich unwohl. Boah, da kann ich dich leider nicht verstehen, sorry. Erstmal alles durchsuchen, ja geil. Was ist der Tagebuch? Kann ich hier irgendwas lesen? Oh, geil. Hallo? Darf ich das nicht lesen? Ah, jetzt. Mr. und Mrs. Felton Farm. Rusugalo. Geschlossen. Gefahr durch Verseuchung. Wühmann, die Feltons wurden wegen kriminellen Tätigkeiten gegen Verbraucher und Arbeiter angezeigt. 2. Oktober 1971. Die Rusugalo-Farm, der Stolz der Galos, wurde wegen vermeintlicher Verseuchung geschlossen. Es wurde berichtet, dass einige Produkte von giftigen Pollen infiziert wurden. Dies könnte der Grund des ernsten Parasitismus sein. Die Besitzerin Ariane Gallo oben rechts, ihr Mann, der Anwalt Richard Felton, unten rechts Professor und Firmenpartner Albert alias Großes Bild sitzend in Untersuchungshaft. Letzterer wurde angeblich von Mr. Felton angeklagt. Er beschuldigt Mr. Etias, seine Firma dazu verwendet zu haben, um pharmazeutische Experimente durchführen zu können. Tatsächlich kam die Warnung von einem Bewohnern, die für die Firma tätig waren. Den Eschmanns, die Schwester des angeklagten Klosters, bewirtschafteten das Gebäude und kontrollierten die Erntefoto. Den Symptomen des Berichts zufolge schmerzvolle Geschwüre, Übelkeit, Vermehrung von Parasiten und in manchen Fällen Hautkrebs. Joa, das hört sich ja nicht so doll an. Do you believe in God, miss? Well, it would be too easy, wouldn't it? I believe in people's willpower. Everything else is not God, but an aptitude or mankind's cruelty. This is the kind of fairy tale I prefer at my age. When you're worn out from an incurable disease, you start having some doubts. Why is there so much life in such small but lethal creatures? An arbiter, that's all we need. For what? It's wrong and crazy. It's human nature. That same nature in which we are equals to those ants eating each other. But pardon me, I forgot my manners. Please, sit down. Dr. Reed, I suppose? Sorry, Mr. Felton.
Pleased to meet you. So you already met Gloria? Yes, she let me in. She's a great reference, extremely hardworking, but back to us. I don't recall seeing beautiful doctors like you at the Institute, Dr. Reed. I am flattered, Mr. Felton. I arrived at the Institute just a few months after you left. And you left because... Inadequacy of the sanitary treatments within the structure. That's right. And in a few words? In a few words, they didn't know how to treat my case, and they left me there to die. But it seems that other issues took over. I once or twice refused to go through exams. Mr. Felton, is there anything I can do for you? Oh, Gloria, yes. See if Dr. Reed needs anything. Oh, no. May I offer you a cup of tea or coffee? Espresso? No, thank you. As you wish. How about you, Mr. Felton? No, thank you. I'll keep entertaining our guest. You can go now. You're diagnosed? 1958? Yes, indicatively. Some friends and I contracted the disease while traveling to Egypt, and it got worse. In addition to the disease, the first exam showed some inconsistency. Some hormonal deficiency? Overdose of non-prescribed drugs, opiates? Minoxidil? Wasn't it recalled in the mid-60s? Doctor, don't you think that nowadays there are ways to obtain drugs without any prescription? I believe so. According to your file, you still receive your disability pension. Even better, it seems that the beneficiary is your wife, Ariana Gallo. Exactly. She's the one who takes care of me when Gloria is off. How about your daughter? My daughter? Celeste has never come back home. Disappeared. She was adopted, am I right? Hmm. The investigators confirmed that she intentionally left. They never suspected a kidnapping since there was no ransom request. How about Weeman? Wasn't he a suspect? A flash in the pan, an idiot who brought confusion by sending warnings and threats. And her birth parents? Dr. Reed, young girls often decide to just go. And this is what my daughter decided to do with... Jennifer. What did you say? At times, you'd call her Jennifer. No, my Mr. daughter... Mr. Felton, what has really happened to your daughter? I just told you! How about the off-the-record version? I am not sure where you're trying to go with this, but I won't tolerate... I don't have the strength for this now! I know you've been trying to forget her, but this picture might help you to. What is this? Where did you get this picture? Isn't she your daughter? Celeste, or has you called her? Jennifer? I asked you a question! Back of the picture says Jennifer. There is no Jennifer! You thought I was stupid, didn't you, Mr. Felton? Do you really think I'd come here without knowing what I'm talking about? Who are you, and why did you come here? Did you come to my home to threaten me with your condescending tone? Threatening you? So maybe I should ask your wife then. She's not home. Seems like she is. Mr. Felton, I just talked to the director of the Institute on the phone. They have never heard of Dr. Reed. She is not what she claims to be. Well, Miss Reed, if that is your real name, your time here has ended. Please, leave my property. Miss Gloria will escort you out. Please follow me. Mr. Felton, please, tell me what you did to your daughter. Good evening. Follow me. Boah, die Frau hört doch kein Metal und... Oh, you know the way. Das ist auch anscheinend nicht vom Institut. How do I do what? How do you even sleep at night? You use people's lives regardless of the pain you cause. The Feltons have been through a lot. And they are good people. Gloria, a young girl disappeared. We all know the story, unfortunately. A burden that the Feltons will have to carry for the rest of their lives. Celeste just left them. If that was the case, there was a motivation behind it. And it threatened her life. Tja, wir sind auch nicht vom Margarita-Institut, wenn ich es richtig gelesen habe. Unser Institut, dieses Institut heißt einfach mal wie eine Pizzasorte. Ja, geil.
Tja, wie lange noch die Folge geht, guck ich mal. Auf jeden Fall, die anderen Folgen werden dann 15 bis 20 Minuten. Da gehen wir von den Unheimlichen aus. Ah nee, wir waren schon weg und haben nur darauf gewartet. Die will's aber unbedingt wissen. Wow. Was erwartet uns denn hier? Hallo? Warum gehen wir auch hier mit Ton absetzen hin, ey? Möchten Sie das Spiel speichern? Ja, dann würde ich mal auch mal sagen, dann war es das hier für die erste Folge. Und wie es aussieht, geht's dann in der nächsten Folge richtig in Fahrt. Die Frau hört doch kein Metal. Und wer weiß, was nicht mit der stimmt, weil sie die ganze Zeit dieselbe Musik hört. Da würde ich einfach nur wahnsinnig werden. Und ja. Und ja, ich denke, bei uns würde eine Menge erwarten. Vergiss nicht zu bewerten. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr abonnieren. Bleibt katzig genug. Euer Dragon Cats Black. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, die Katze erschreckt sich vor unheimlichen Dingen. Bye.